Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video, dazu einen neuen Unboxing auf meinem Kanal. Heute schauen wir natürlich in die August-Box von der Firma Morphish, also in die Morphish-Box. Kostet 30 Euro zuzüglich Versandkosten. Immer eine sehenswerte Box, finde ich. Leider von den Klickzahlen her geht die immer ein bisschen unter, weiß nicht, woran es liegt. Aber produkttechnisch immer auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Meistens. Und von daher bin ich auch sehr gespannt, was wir heute hier drin haben. Ist auch wieder mal ein großer Karton, also würde ich mal fast davon ausgehen, dass wir da irgendwas Großes, Heftiges drin finden. Und würde ich mal sagen, legen wir einfach los und schauen mal, was wir denn Schönes hier haben. Genau, und los. Hoppala. Perfekt getroffen. Perfekt. Schwupps. Schwupps. Und schwupps. Und los. So, da lacht uns natürlich schon der Flyer an. Den schauen wir uns aber erst an, wenn wir alles einmal angeschaut haben. Ja, schön. Dann fangen wir hier an mit dem A8S. Bei Audi wäre es der S8. Kleiner Insider. Schöne Farbe, sehr schön. Tutu, keine Ahnung, warum das so heißt. Also auf jeden Fall ein kleiner Twitchbait hier. Barschgröße würde ich sagen, Farbe, wo stand es nochmal? Da haben wir auf jeden Fall Sinking und 80 mm lang, 6,5 Gramm. Ist er schwer und schöne Farbe auf jeden Fall. Ja, kann man machen. Aber die Farbe, wie heißt die Farbe? Wie heißt die Farbe? Color 99. Na, da haben wir es doch schon. Sehr gut. Packen wir einmal aus. Ups. War gerade ein bisschen knapp an meinem Finger. Ist er. Hübsch. Echt hübsch. Silent. Oben steht es nochmal drauf. 6,9 Gramm. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Stand die Lauftiefe auch drauf? Achso, da. 80 bis 100 und Zentimeter. 100 und Zentimeter. 100 Zentimeter meine ich natürlich. Hübsch. UV-aktiv ist der auf jeden Fall nicht. Aber hübsch sieht auf jeden Fall aus. Ja. Schönes Teil. So. Dann haben wir von der Firma Zwartonka den Mac Rubber Big Ass. Also dicker Hintern. 12,5 cm, 22 Gramm plus minus. Sehr gut. Steht drauf Farbe, wahrscheinlich irgendwas Richtung Motor Oil. Auf jeden Fall Motor Oil. Mac Rubber, the one and only. The Big Fish Magnet and the Mariana Tournament Winner. Rig it with Zwartonka Sweden Stinger Tackle for best hook. Ups and balance. You can also use a variety of other different rigging techniques, such as Zwartonka Sweden's great screw system, shallow screw, classic jig head, offset hook, and screw in lip together with our Stinger tackle for how to do hinter, was ein hinter, for how to do hinter, noch nie gehört das Wort, and tricks. Check out Zwartonka on YouTube. Packen wir mal aus, oder? Aber sowas von. Das war auf jeden Fall Englisch gerade eine 6. Muss ich gar nicht aufschneiden. So. Auf jeden Fall eine wilde Verpackung für einen Gummifisch. Noch nie so gesehen. Never seen that before. Alter Falter, guck doch mal, was ist denn hier los? Das läuft ja hier bald raus. Da muss ich aufpassen, dass es nicht auf meine Korkmatte kommt. Sonst. Boah, vielleicht fasse ich die lieber doch nicht an. Absolut nicht ein bisschen UV-aktiv. Aber schöne Teile. Also so richtig schön. Ach komm, ich fasse einen an. Da ist er. Boah. Oh, hier oben nochmal mit so einem Punkt. Wofür ist der? Haben den alle? Ja. Sehr interessant. Vielleicht, wenn man den ein bisschen flacher führt, dass man den besser sieht. Möglicherweise. Weiß ich nicht. Könnte sein. Geile Teile. Hier hinten nochmal mit dem Zwartonka-Logo drin. Hübsch. Richtig hübsch. Ordentliche Größe hier. Boah, ich muss mal kurz ein Taschentuch holen. Zum Glück habe ich in meiner YouTube-Hütte immer Taschentücher. Ihr wollt gar nicht wissen, wofür. So, die packen wir jetzt wieder ein. Schöne Dinger. Oh, hoppala. Die gefallen mir richtig gut. Really, really nice. Schwedisch kann ich jetzt leider nicht. Okay, lassen wir so, oder?
Auch wenn es Bein wehtut, drin muss er. Mensch, stell dich doch nicht so an. Was ist das hier noch? Achso. So. Lass ihn einfach mal hier drinnen liegen. Da sind sie auf jeden Fall sicher. Dann haben wir noch von der Firma Hostage Valley Lures den Hostage Valley Shad in 14 cm. Ein bekannter Köder, den haben wir ja schon öfter mal in diversen Boxen gehabt. Eine schöne Farbe hier. Irgendwas Hechtiges, würde ich mal sagen. Hostage Valley Lures. Shad Bright Fire Tiger. Okidoki. Also steht zwar nichts von Hecht drauf, aber sieht doch sehr hechtig aus. Dann auch mal aus. Mit Verpackung in der Verpackung. Da ist er. Ja, riecht so normal Gummi. Gummiartig. Auch ein schönes Ding. Sehr ähnlich tatsächlich vom Tail her, wenn man jetzt den dagegen gesehen hat hier. Gar nicht mal so weit weg. Auch hier hinten nochmal mit der Flosse. Klar, der hat jetzt noch ein paar mehr, aber von der Form her doch schon ähnlich. Auch wenn man den jetzt in der Hand hat, von der Masse her, vom Runden her, ist er schon sehr ähnlich als Köder. Auch hier, wenn man nochmal das Durchbiegen so sieht, es ist auch ein sehr ähnlicher Köder von der Dichte her, würde ich mal sagen, oder von der Flexibilität her. Ja, also der unterscheidet jetzt sich nicht groß, würde ich mal sagen, im Laufverhalten von dem Swazonka. Schön UV-aktiv hier, kann auf jeden Fall machen. Aber jetzt nicht weit weg davon, ne? Also außer dass die Farbe jetzt und die Größe ein bisschen anders ist, sind die sich sehr ähnlich, würde ich mal sagen. Ne? Genau. Ja, wieder rein. Schwupps. So, natürlich, was wäre eine Morphish-Box ohne einen Morphish-Aufkleber und Rapala Crankbait. Wie heißt der nochmal? Hier, DT4, Swimtiefe 4 Fuß, 1,2 Meter, stimmt, 4 mal 0,3 sind 1,2, also 1,2 Meter, 5 cm ist er lang und 9 Gramm ist er schwer. Wow, Divers to Swimming Depth of 4 Feet. Schwimmt bis zu einer Tauchtiefe von 4 Metern. 4 Füßen, 4 Fuß. 4 Füßen? Ach, nicht so schlecht. Hobbit-Füße oder eher so Wrestler-Füße? Man weiß es nicht. Farbe heißt Myrtle Grass. Murdy? Murdy oder Myrtle? Myrtle. Geile Farbe aber, noch nie so gesehen. Packen wir gleich mal aus. Oh, der ist ja schon ausgepackt. Was ist das denn hier? Der ist auch falsch rum in der Packung, oder? Normal wäre wahrscheinlich so, oder? Also, wer war denn da schon dran? Ja, da ist er. Geile Farbe, so dunkelgrün, so aufgecrackt so ein bisschen. UV-aktiv nur vorne am Kinn, so ein bisschen. Aber hübsch. Geiles Teil. Also, der ist bestimmt für Barsche ziemlich cool. Kleine Rassel drin. Für die Rasselbande. Auch ein schönes Ding. Sehr gut. Very, very nice. Vielleicht lesen wir da gleich noch was Besonderes drüber in dem Heftchen. Das schauen wir uns nämlich auch gleich nochmal an. Den packen wir wieder ein. Komm schon. Du willst es auch. So. Und natürlich Cola-Bonks. Die schmecken richtig toll. Da kann mir der Lars von Morphish ruhig mal 10 Stück mehr von in die Packung packen. Bezahle ich auch. Die sind wirklich lecker. Really, really delicious. So. Dann haben wir hier das Produktblättchen Morphish August Rapala DT Divers 2. Ist dafür die Abkürzung der Go-To Crankbait. The Go-To Crankbait, ne? Concept Drives 2 bedeutet, dass der Tier immer dazu tendiert, die vorgegebene Tauchtiefe zu erreichen und sich so länger genau in der Fangzone befindet. Druck und geräuschvoll zieht er Aufmerksamkeit der Raubfische auf sich und zeigt dabei seine sehr deutlich Flanken. Also man muss den Tee weit auswerfen und weiter man wirft, desto länger befindet er sich in dem heißen Bereich. Der einfachste Weg, mehr Fläche abzusuchen und Fische zu fangen. Genau, ziemlich cool. So, Lure-Fans, Minnow haben wir auch gehabt. Hostage Valley Shad. Oh, nein! Da fehlen wahrscheinlich. Nee. Warum sagt ihr denn nichts? Da liegt er doch. Jetzt habe ich gerade gedacht, der Jigkopf fehlt. Der passende Jigkopf für den Western Roundup. Achso, nee, das ist natürlich der Kopf. Oh Gott, ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Die Pfeile irritieren mich hier ein bisschen. Für den Hostage Valley Shad oder den Swazonka Big
Bass. Also die sollte wahrscheinlich an beide ranpassen. Ich schaue nochmal ganz kurz. Haken aus einer zusätzlichen Öse, Drahthaken, Befestigung der Gummis, Gewichtsangabe, unmachende Gussfläche, unlackiert. Ja, der würde wahrscheinlich von der Größe her für beide passen. Würde ich mal sagen. Ja, nicht ganz ideal wahrscheinlich. Müsste man mal genau ausprobieren, aber also der passt hier. Ja, die kann man hier schon machen, auf jeden Fall. Und bei dem hier passt da auch. Da könnte es jetzt was anderes sein, aber kann man, glaube ich, machen. Aber muss man nicht. Ja, ansonsten, schöne Box. Also alles drin, was man auf jeden Fall toll fischen kann. Wir haben schön was für die Hechte, für die großen Barsche, für die Barsche zum hinterher twitchen haben wir hier. Wir haben richtig cool von der Farbe hier aussehenden Rapala Crankbait drin. Gefällt mir wieder sehr gut. Eine schöne Box. Also wirklich eine tolle Box. Passender Jigkopf mit dabei. Zwar kein Vorfachmaterial irgendwie in irgendeiner Form, aber kann halt auch nicht in jeder sein. Und hier sieht man sogar noch einen Zwarzonka-Aufkleber. Den habe ich hier aus Versehen wahrscheinlich irgendwie. Ach, der war hier wahrscheinlich mit drin und ist mir dann ein bisschen abhanden gekommen. Ziemlich cool. Finde ich auch sehr schön, die Box. Eine tolle Box hier. Kann man auf jeden Fall machen. Gerade auch jetzt für den Herbst passt die noch richtig gut. Also jetzt ist ja noch Sommer, aber es steht der Herbst da vor der Tür. Schön, gefällt mir ausgesprochen gut. Genau, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Box findet. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns schon bald wieder. Mach's gut, bis dann. Euer Lemmy.